Naturentdecker. Heute grüße ich euch aus Mechow und wir wollen heute mal schauen, was die Schafgarbe macht. Kommt mit! Bei der Schafgarbe handelt es sich um ein richtig sagenumwobenes Wildkraut. Sie gehört zu den Korbblütlern und man begegnet ihr sehr häufig an Wegrändern, Äckern, an Böschungen, auf Brachland und auf Wiesen. Sie kann bis zu 1 Meter hoch wachsen und ihre Stängel sind behaart. Somit besteht ihre scheinbare Dolde aus einer Blüte am Hauptspross und umliegend aus weiteren Blüten, die an unterschiedlichen Stellen des Sprosses sitzen, um nach außen hin eben das zu bilden, was uns im ersten Moment den Eindruck verschaffen kann, dass es sich um einen Doldenblütler handelt. Die Blüten der Schafgarbe können von einem Weiß bis hin in ein zartes Rosa reichen. Ihre federähnlichen Blätter sind sehr auffällig. Sie werden auch Augenbraue der Venus genannt. Die Schafgarbe wurde der Venus zugeordnet und ist eine Pflanze der Liebe und der Genesung, die sogar gebrochene Herzen heilen können soll. So heißt es. Früher galt es als Tradition, die Schafgarbe bei Hochzeiten zu essen oder in den Brautstrauß mit einzubinden. Bestäubt wird die Schafgarbe meist durch Fliegen, Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und Käfer. Zur Zeit der Fruchtreife bilden sich kleine gelblich-gräuliche Früchte, in denen winzige bräunliche Samen sitzen. Wachsen tut sie so gut wie überall, doch feuchte und recht nasse Böden, die mag sie nicht so gerne. Dass diesem Wildkraut magische Kräfte zugeschrieben wurden, zeigen die Bräuche, für die es genutzt wurde. Diese Bräuche kommen uns heute vielleicht etwas merkwürdig vor. Hatte eine Dame zum Beispiel noch keinen Bräutigam, so sollte sie Schafgarbe vom Grab eines jungen Mannes pflücken, um sie unter ihr Kopfkissen zu legen, und so sollte sie dann von ihrem zukünftigen Bräutigam träumen. Es gab auch eine etwas sanftere Version, und zwar wurden da die Blätter vor dem Schlafengehen auf die Augen gelegt. Das Ergebnis sollte das gleiche sein. Für die Druiden galt die Schafgarbe als höchst magisches Kraut, das sie für Weissagungen und Orakel nutzten. Zusammengebunden hing man das Kraut auch über Babybettchen, um das Kind vor bösen Feen, Hexen, bösen Geistern und anderen ungebetenen Besuchern aus der anderen Welt zu schützen. Ein jedes Wildkraut hat seinen Charakter und seine Besonderheiten, deshalb ist eines nicht wertvoller als das andere. Aber die Schafgarbe ist schon ein sehr besonderes Kraut. Man könnte fast sagen, ein Allheilkraut und Alleskönner oder eben ein richtiges Universalkraut. Sie deckt so gut wie alles ab und kann für Verletzungen aller Art genutzt werden. Praktisch von der Prellung bis zum gebrochenen Herzen. Die Schafgarbe wächst auch viel auf Friedhöfen. Und früher sagte man, dass sie die Toten daran erinnern möchte, dass sie zu Lebzeiten zu wenig Schafgarbe gegessen haben. Das zeigt aber auch, was die Leute früher für einen Respekt vor dieser Heilpflanze hatten. Nicht umsonst trägt sie unter anderem auch die Namen Blutkraut, Bauchwehkraut und Zimmermannskraut. Ebenso wie der Löwenzahn hat auch die Schafgarbe Bitterstoffe, die ja schon beim Kauen für eine vermehrte Sekretion des Magen- und des Gallensaftes sorgen, was die Leber unterstützt. So regt sie die Verdauung an und hat auch eine ausgleichende Wirkung auf den Magen- und Darmbereich. Die Schafgarbe hilft demnach auch bei Völlegefühl und bei Verdauungsstörungen. Aber so richtig bekannt ist das sogenannte Bauchwehkraut für seine krampflösende Wirkung. Diese Eigenschaft nutzen aber nicht nur die Menschen seit jeher für sich, sondern auch die Schafe wissen um die Wirkung und sie lieben die wohltuende Schafgarbe. Somit ist der erste Teil des Namens auch klar. Und der zweite Teil stammt von dem althochdeutschen Wort Gabe ab. Das heißt im Grunde so viel wie Gesundmacher. Und so nutzen die Hirten die Schafgarbe, um ihre Schafe gesund zu pflegen. Die Schafgarbe hat auch einen guten Anteil an Salicylsäure und die wirkt ja schmerzhemmend. Zudem enthält sie Azulen. Und Azulen ist ja bekanntlich äußerst wundheilend. Bei Zahnfleischentzündung hilft eine Mundspülung aus Schafgarbentee. Aber diese Heilpflanze ist so vielseitig, dass sich nicht unbedingt sagen lässt, welcher einzelne Wirkstoff genau dieses oder jenes Symptom lindert. So wirken beispielsweise ebenso ihre Gerbstoffe wie auch die ätherischen Öle und die Flavonoide.
allesamt entzündungshemmend. Die heilende Kraft dieser Pflanze wird auch durch ihre antibakterielle Wirkung nochmals unterstützt. Das Zusammenspiel ihrer so zahlreichen Wirkstoffe macht sie zu solch einem starken und kraftvollen Heilkraut. Sie gilt gleichzeitig als antimykotisch, entzündungshemmend, antibiotisch, immunstärkend und entkrampfend. Und wir haben ja schon gesagt, dass sie einen guten Anteil an Salicylsäure hat, der für die schmerzstillende Wirkung sorgt. Und eben auch das entzündungshemmende Azulen, das sich auch in der Kamille befindet. Und um die entzündungshemmende Wirkung auf die doppelte Power zu bringen, kann man einfach bei der Teezubereitung die Schafgarbe mit der Kamille mischen. Und hier scheinen es gute Nachbarn zu sein, hier stehen sie sogar zusammen. Die Schafgarbe wird unter anderem bei Frauenleiden, bei Kopfschmerzen, Krämpfen und Entzündungen, Prellungen, Verdauungsproblemen, Blutungen, Entzündungen, Hautproblemen und im Allgemeinen für die Wundheilung genutzt. Sie wirkt auch recht ausgleichend auf den Blutdruck. Schon seit sehr langer Zeit wird die wundheilende Wirkung der Schafgarbe sehr geschätzt. Und das hat ihr unter anderem auch den Namen Soldatenkraut eingebracht. Denn sie wurde als Heilkraut für die im Krieg verletzten Soldaten genutzt. Die außerordentliche Heilkraft, die ihr zugeschrieben wird, macht sie auch in der griechischen Mythologie zu einer sehr wichtigen Pflanze. So soll die Schafgarbe aus den rostigen Spänen entstanden sein, die von dem Speer des Achilles auf das Schlachtfeld fielen. Achilles, nachdem sich der lateinische Name der Schafgarbe auch ableitet, behandelte mit der Schafgarbe die Wunden der Soldaten. Hildegard von Bingen schwor schon auf die Schafgarbe und sie empfahl es, die Wunden mit Schafgarbenwein zu waschen. Bei geschlossenen Wunden sollte das gereinigte Kraut direkt aufgelegt werden. Und zur inneren Behandlung empfahl sie, die Pflanze zu pulverisieren, um sie dann in warmem Wasser zu trinken. Die Schafgarbe zählt auch zu den Frauenkräutern und ist durch ihre Wirkungsvielfalt von jungen Jahren bis hinweg, weit hinweg über die Wechseljahre, perfekt für jede Lebensphase geeignet. Dem Eisenmangel, unter dem Frauen häufig leiden, wirkt sie auch entgegen, da sie ein sehr guter Eisenlieferant ist. So sagte Sebastian Kneipp schon, Schafgarbe im Leib tut wohl jedem Weib. Auch wenn man es heute anders ausdrücken würde, mit dem Inhalt hat er wohl recht. Für Heilzwecke wird sie hauptsächlich als Tee, Tinktur oder als Sitzbad genutzt. Wenn man die Schafgarbe trocknen möchte, dann schneidet man sie einfach an den Stängeln eine Handbreit über dem Boden ab und bindet sie zu kleinen Sträußen. Dann hängt man sie kopfüber zum Trocknen an einen warmen, trockenen Ort. Aber die Sträuße sollten nicht zu dick gebunden sein, da es sonst passieren kann, dass das Innere des Straußes schimmelt. Beim Sammeln merkt man, wie starr und fest ihre Stängel sind. Sie stehen robust und ausgeglichen, aufrecht und sehen so aus, als ob sie nicht so schnell umwehen kann. Und diese Stärke und Ausgeglichenheit gibt die Schafgarbe an uns ab. Und bei aller Stärke handelt es sich dennoch um ein wärmendes Kraut, das in der Lage ist, sehr, sehr ausgleichend zu wirken. In der Küche wird die Schafgarbe nicht nur für die Gründonnerstagssuppe genutzt. Sie ist sehr aromatisch als Zutat in Gemüsebeilagen, in Wildkräutersalaten, als Brotaufstrich verarbeitet, als Würzkraut oder als leckeres Kräutersalz. Hier werden die zarten und die jungen Blätter gesammelt. Sie haben einen leicht bitteren Geschmack und mit zunehmender Größe werden die Blätter auch immer bitterer. Aber die Schafgarbe wurde früher sogar beim Bierbrauen genutzt, bevor sie dann später vom Hopfen abgelöst wurde. Die Schafgarbe gehört zu den Wildpflanzen, die sehr, sehr gute Begleiter bei Entschlackungs- und Frühjahrskuren sind.